Daniel Paulo, das sind 7 Tore, Wahnsinn hier in Jägersburg. Hast du schon Worte für das, was sich in den letzten 90 Minuten oder in den 90 Minuten eben hier abgespielt hat? Ja, das ist eigentlich ganz leicht zu erklären. Das Spiel ist schnell zusammengefasst. Wir haben hier alles im Griff. Ist das eingetreten, wie ich es prophezeit habe? Wir haben gut Fußball gespielt, haben uns auf unsere Chance gelauert, sind gut angelaufen, waren aggressiv, giftig, haben eine hohe Laufbereitschaft an den Tag gelegt und waren dann auch verdient 2-0 in Führung. Dann fangen wir uns einen Konter ein, der zum 2-1 führt. Vor diesem Umschaltspiel von Jägersburg habe ich gewarnt. Und ab diesem Zeitpunkt haben wir einfach mal eine halbe Stunde oder 25 Minuten auch dann nach der Pause einfach nichts mehr gemacht und sind völlig eingegangen. Das war in der Zeit ein peinlicher Auftritt, bin ich ehrlich. Das geht im Endeffekt geht das doch nicht. Wir haben drei Punkte in Gulli geworfen heute und da müssen wir uns ganz klar an die eigene Nase packen, weil wie es dann 4-2 gestanden hat, dann ging es dann plötzlich nochmal. Da haben wir nochmal druckvoll gespielt. Kannst aber nicht innerhalb von einem Jahr zweimal so ein Spiel hier umdrehen im Endeffekt. Die Niederlage geht absolut in Ordnung, wenn ich so eine Phase im Spiel drin habe, wo ich von einem richtig guten Spiel in ein ganz, ganz schlechtes verfalle. Man kann vielleicht die ersten beiden Auswärtsspiele mit dazu nehmen, wo deine Mannschaft auch jeweils geführt hat und am Ende nur einen Punkt mitgenommen hast. Siehst du da ein grundsätzliches Problem? Ja, wir müssen mal gucken, dass wir über 90 Minuten konstant spielen. Das haben wir jetzt bis fast noch gar nicht hinbekommen. Wir haben immer gute Phasen im Spiel und eine gute Halbzeit, eine weniger gute Halbzeit. Heute haben wir gut angefangen, dann zwischendrin mal rotzschlecht gespielt, am Schluss wieder ordentlich. Das ist ein Auf und Ab. Wir müssen uns aber auch angewöhnen, dass man in der Oberliga nicht nur schön Fußball spielen kann, weil in der Phase, wo wir die Tore gefangen haben, wollte man immer noch mit 7 Doppelpässen hinten rausspielen. Das geht irgendwo nicht, da muss man klare Dinge machen und im Zweikampf müssen wir noch viel konsequenter werden. 8 Gegentore in 3 Spielen sprechen in dem Zusammenhang auch eine klare Sprache. Ja, das ist klar, wenn da nach hinten nicht jeder mitmacht oder nicht konsequent in die Zweikämpfe reingeht in gewissen Phasen, dann kommt sowas zustande. Nächsten Mittwoch schon Rheinland-Pokal, ihr steigt ein bei der SG Elscheid. Ja, wie wirst du es jetzt schaffen, die Jungs wieder aufzurichten? Wir werden das morgen frühes Training, wir werden das ganz klar analysieren, das Spiel. Und dann werden wir gucken, dass wir nächste Woche 2 Siege einfahren. Das wird schwer genug, in Elscheid ist auch ein heißes Pflaster. Wenn wir uns da auch zwischenzeitlich dann solche Aussätze erlauben, dann wird es spaßig.